hier stehen, ist der, seine Exzellenz, der Präsident der Republik Senegal, in Berlin eingetroffen. Er trifft zur selben Stunde wie wir hier mit der senegalesischen Gemeinde in Berlin zusammen und wird morgen die Bundeskanzlerin und den Herrn Bundespräsidenten treffen, sowie weitere politische Gespräche in Berlin führen. Er wird anschließend zum EU-Afrika-Gipfel, Gipfel Afrika, Europäische Union, nach Brüssel weiterreisen. Auch das für uns ein erfreuliches Zeichen, welche Rolle uns in der EU beigemessen wird. Ich glaube, für die Themen, die der Präsident in den Vordergrund stellen wird, und das ist insbesondere die Investitionstätigkeit deutscher Unternehmen in Senegal, ist das auch eine angemessene Folge. Er wird außer Berlin dann Brüssel besuchen und ansonsten jedenfalls bei dieser Reise kein weiteres europäisches Land. Die Investitionen deutscher Unternehmen in Senegal werden die Agenda bestimmen und jeder einzelne Schüler, der Deutsch beherrscht, wird bei einem kommenden Investitionsandrang auf Senegal eine zusätzliche Chance für sein Leben bedeuten. Was Sie tun, was Sie heute tun, das ist der Unterricht an Menschen, die, sagen wir, in 10, 12 Jahren diese Chancen umgesetzt haben können. Das heißt, Sie arbeiten wirklich an der Zukunft und wir geben uns alle Mühe, dass die Zukunft so wird, dass wir, dass unsere beiden Bemühungen sich dann in der Zukunft der jungen Menschen treffen. Also mein Engagement für ein verstärktes Investitionsverhalten deutscher Unternehmen in Senegal steht fest und ich hoffe, die deutschen Unternehmen werden sich auch in großer Zahl überzeugen lassen können. Vielleicht noch ein Wort. Sie werden wahrscheinlich in den nächsten Tagen sehr viel detaillierter darüber sprechen. Dieses, was ich jetzt sage, ist ein Eindruck. Ich habe besonders in Staaten, die von der französischen Kultur und Sprache geprägt sind, aber auch in anderen, immer wieder den Eindruck gewonnen, dass Deutsch, das Erlernen des Deutschen eine nahezu Elite-Fakultät darstellt. Viele Menschen, viele junge Menschen, Schüler, sind immer die Besten, die Deutsch wählen. Das soll auch gar nicht anders werden. Nur, es hat auch die Konnotation, also weil es sowieso gesagt wird, es ist eine schwierige Sprache, zum Perfektionismus. Wir waren in Frankreich auf Posten, wir haben Deutschschüler erlebt, die ausgezeichnet lesen, interpretieren, vermutlich auch schreiben konnten, aber denen der Mut fehlte, sich in einer Diskussion oder in einem kleinen Gespräch freimütig auszudrücken, weil ihnen das Deutsche beigebracht wurde als eine Kunst, ähnlich Mathematik oder Latein, wo also vom Anfang des Satzes bis zum Ende des Satzes alles durchstrukturiert sein muss und man den Satz mit dem ersten Buchstaben gar nicht beginnt, wenn man nicht weiß, dass er korrekt auch zu Ende geführt werden kann. Das nimmt den Schülern den Mut und das fand ich immer schade. Ich wusste, dass sie Deutsch können, aber durch den mangelnden Mut kam es dann oft dazu, dass selbst schlecht Französisch sprechende Deutsche dann lieber Französisch oder dann sogar eventuell das Englische gewählt haben, damit das Gespräch in Gang kam. Das, finde ich, darf im 21. Jahrhundert nicht mehr sein und ich möchte Sie alle ermutigen, an einer Änderung dieser Wahrnehmung des Deutschen als einer philosophischen Überkunst vielleicht ein bisschen zu arbeiten. Das wollte ich Ihnen auf den Weg geben. Wir sehen uns morgen beim Beginn der Studientage wieder. Für heute Abend wünsche ich Ihnen sehr viel Vergnügen in dieser auch für uns wunderschönen Residenz. Genießen Sie den Abend, haben Sie erfolgreiche Tage
Und wir freuen uns sehr, Sie bei Ihrem ersten Treffen hier bei uns zu haben. Schönen Abend.